Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Need for Speed Rivals. Und ja, wir haben die letzte Folge, haben wir die Racer-Karriere abgeschlossen und jetzt sind wir hier noch bei, dürfte auch Kapitel 8 sein, bei der Cop-Karriere und da werden wir jetzt mal weitermachen. Gold bei 3 Sterne-Events, ich denke mal, das können wir eigentlich mal so ein bisschen abwechseln. Ich schaue hier gerade mal so ein bisschen rum, wo wir hier 3 Sterne-Events haben. Interceptor. Mutmaßlich schuldig können wir hier dann als erstes nehmen. Ich muss nur noch mal eben ganz kurz schauen, was wir hier als Verfolgungstechnologie haben. Gar nichts, ist ja super. Wie sieht es denn mit der Wagenauswahl aus? Also der Veyron ist schon so gesehen der beste, den wir haben. Und ja, wenn wir hier was kaputt machen wollen, bietet sich eigentlich an... Ja... Straßensperre ist eigentlich auch geil, ne? Was haben wir hier eigentlich? Besser als der Hubschrauber, glaube ich. Auf die effektivsten, ne? Rätsel-Einheiten. Vielleicht hier nochmal kurz. Rüstet den Helikopter so auf, dass er mehr Nagelbänder abwerfen kann und den Racern die Flucht erschwert. Das klingt eigentlich auch ganz gut. Das können wir eigentlich mal machen. Wir haben ja ohne Ende Punkte. So, dann kaufen wir uns hier mal fett für die ganze Kohle, die wir haben. Das höchste Level. Und das sind ein paar hunderttausend Punkte. Ich glaube, so 300.000 hat der Heli jetzt gekostet. Der muss dann natürlich auch halten und hoffentlich bringt er auch was. So, und EMP hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Finde ich immer noch geiler als die Schockramme. Und... So, rüsten wir natürlich dann auch aus. Komplett. Weil das lohnt sich dann umso mehr. So, haben wir da noch eine Stufe? Jawohl, nochmal für 70.000, krass. Haben wir mal eben kurz eine 500.000 Punkte hier in unser Wagen reingesteckt. Und dann geht's jetzt hier los mit Interceptor. Und ich bin mal gespannt, wie wir hier klarkommen. Sollte aber eigentlich funktionieren. So, das ist unser Monstrum. Und den werden wir jetzt mal hoffentlich ein bisschen ausfahren. So, 2 Minuten Zeit. Heli wird natürlich sofort angefordert. So, gleich der nächste EMP hinterher. So, und das war's schon. Also, der Heli, der bringt, hier ist alles voller Nagelbänder. Gut. Das hat sich ja mal gelohnt. Guck mal, hier haben wir auch wieder Nagelbänder. Ist natürlich super, wenn wir dann fertig sind und hier alles wirklich vermint ist. Aber passt schon. Verfolge Zielfahrzeug. Bin der Schatten dieses Racers. Einsatzleitung erbittet Infos zum Verdächtigen. Over. So, interessiert mich gerade mal gar nicht, der hier vor uns wegfährt. Sondern wir nehmen hier mal das nächste. Die nächste Aufgabe, die wir bekommen können. Wir können hier den Polizisten in seinem Standarddienstfahrzeug ein bisschen auf die Eier gehen, aber. Wir gehen hier mal eben ganz kurz durch die Werkstatt. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal ganz kurz, was es denn hier so als nächstes gibt. Ja. Da, Schnelleinsatz, 3 Sterne. Der wäre jetzt als nächstes dran, dann machen wir das doch auch mal. Und dann hätte ich eigentlich auch nochmal Bock auf den nächsten Interceptor. Weil das hat eigentlich Bock gebracht mit dem Heli. Ich stelle mir auch hier Hot Pursuit richtig geil damit vor, aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier am Kapitelende, ähnlich wie bei der Racer-Karriere, dann auch einen Hot Pursuit haben werden.
So, Kollege, übernimm den mal. Und übernimm dich nicht. Ein Blinken 9, Straßensperre zur Hilfe bei Verfolgung eines Verdächtigen benötigt. So, Schnelleinsatz. 10:30 auf Base Point Drive. 3 Minuten 7 ist das Ziel und los geht's. Fahre zu genanntem Einsatz dort. Control, ich melde mich auf den 10:30. Neun Kilometer. Schon Pfund. Aber bisher sieht's gut aus. Ah, komm, hau ab hier, Penner. Sorry, Kumpel, aber für sowas haben wir jetzt wirklich keine Zeit. So, 4,8 Kilometer. Liegen, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Zentrale, ich muss einen weiteren Racer melden. Haben wir noch freie Einheiten im Gebiet? Control, Verdächtiger versucht sich abzusetzen. Bin noch dran. Haben jetzt auch noch keine großen Fehler gemacht. Oh, scheiße, Heli wollte ich gar nicht haben. Oh shit! Sperre negativ, Retracer ist durchgefahren. Diese 1042 rast einfach in alles. Da habe ich mich verleiten lassen von den anderen, da müssen wir hier natürlich rein. Verstanden, Standby-Einheiten werden. 2,5 Kilometer noch. Over. Er 14 an alle. Wir sind über dem 1044 und haben ihn in Sicht. Der Typ will nicht anhalten, brauchen Verstärkung und zwar schnell. 10-4, melde mich sobald Verstärkung verfügbar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wird's eng. Control, wir können das Ziel wieder sehen. Ein Kilometer noch. Nee. Da waren die Zeitstrafen dann zu viel. Aufgepasst, Control, ich verfolge jetzt mehrere. Aber zu Silber hat's gereicht. Super, oder? So, dann fahren wir mal zur nächsten Werkstatt, die wir hier haben. Habe hier einen Raser auf Base Point Drive. Ignoriert meine Lichtsignale. Brauche Hilfe, habe den Kontakt. Und danach schauen wir einfach mal, was am nächsten da ist. Ich brauche Ihre Hilfezentrale, erbitte Straßensperre. Damit wir dann uns das nächste Event raussuchen können. Toll, haben wir uns hier wieder die Reifen kaputt gefahren, ist ja ganz toll. So, hier links haben wir einen Hot Pursuit, aber wir gehen erstmal reparieren und ab dann schauen wir mal, was am nächsten als 3-Sterne-Event denn da ist. Reifen gewinnen Druck, werde schneller. Wenn wir denn zu der Tanke überhaupt hinkommen. So, das sah zwar aus wie eine Tanke, war aber keine. Okay, sah auch nicht aus wie eine Tanke. Jetzt ist sie wieder hinter uns, oder was?
Ach komm, scheiß auf die Tanke. Wir machen jetzt einfach hier den Interceptor. Oder schauen mal, ob das hier, wie viele Sterne das sind. 2. So, hier haben wir ein Zeitrennen. 3 Sterne, ja, wunderbar. Gut. 1,47, oh, ganz schön kurz. Da dürfen wir keine großen Fehler jetzt machen. Sauber. Fahrzeugschaden kritisch. Ja, auch das noch. Machen wir es mal so. So, und ich konzentriere mich mal eben ganz kurz. No! Ah, muss dann da direkt einer kommen. Rechte Spur war belegt. Ach Mensch. Oh, nur noch ein paar Sekunden, das schaffen wir nicht. Schon wieder so knapp. Mist. Ah, Leute. Ach komm, wisst ihr was? Fahren wir uns mal eben ganz kurz kaputt. Zack. Und dann würde ich sagen, machen wir es nochmal in der nächsten Folge. Ja, kann sein, dass es jetzt hier eben ein kleines bisschen asynchron ist, die letzten paar Sekunden. Weil es hier kurz ein Lag gab, ist aber nicht so schlimm, weil... Ich werde hier jetzt sowieso dann nochmal Feierabend machen. 50.000 Punkte gab es dazu aufs Konto. Und ein 3-Sterne-Event haben wir auch schon geschafft. Wir werden dann in der nächsten Folge hier weitermachen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und ja, wir sind gerade Stufe 19. Das heißt, wenn wir bei Stufe 20 sind, dann können wir davon ausgehen, dass hier auch fast wieder Ende ist. Mit dem Kapitel. Und wie ihr das bei der Racer-Karriere gesehen habt, dann ist auch komplett Ende. Also die Cop-Karriere, die machen wir jetzt noch ganz normal weiter. Bis wir quasi ja, durch sind und dann ist das Let's Play dann auch beendet. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis dann.